Und eine neue Windel für dich. Alles gut? Hm? Oh weh. Och, Ginger. Wir haben gerade doch eben erst deine Windeln gewechselt. Ja, und jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Katztastisch begrüße ich euch zu einem neuen Spiel, nämlich zu Sago Mini Babies. Ein Let's Play für die ganz Kleinen unter uns. Wir starten mit der Katze Ginger. Ginger! Ja, los geht's. Wie ihr sehen könnt, sind alle Tiere in diesem Spiel noch kleine Babys. Und mit den Babys werden wir klitzekleine, aber auch sehr süße Abenteuer erleben. Schöne Blumen. Hallihallo, wer bist denn du? Wollen wir gemeinsam Verkleiden spielen? Hier haben wir verschiedene Klamotten und Accessoires. Schau mal, was hältst du von diesem Halstuch? Ein total geschockter Blick. Ist wohl nicht so deins, oder? Was hältst du von diesem Schnurrbart? Hm, eine Perlenkette? Ja, diese gefällt dir anscheinend. Und der Schnurrbart ist auch nicht so deins? Was hältst du hiervon? Ach komm schon, das ist doch ein toller Strampler. Und eine tolle Kapitänsmütze. Okay, kein Problem. Ich such dir was Schönes raus. Ja, das gefällt dir, oder? Da strahlt unsere kleine Ginger. Eine schöne Krone hast du da. Oh, du wolltest den Schnauzer behalten? Wow, das weht im Wind. Na hoppla, das ist uns jetzt runtergefallen. Und noch ein Hut. Da freut sich unsere kleine Ginger. Das sieht richtig toll aus. Schau mal. Ja, das passt doch perfekt, oder? Oder hier als Cowboy. Findest du lustig, was? Komm, lass uns weiter. Genug Verkleiden gespielt. Na, hoppla. So, jetzt aber. Dann mal weiter mit uns, ja? Dupidupidu. Oh, wer bist denn du? Ah, schaut mal, hier können wir Musik spielen. Wow. Na, was hältst du von diesem Ton? Macht es Spaß? Und hier? Mit dem Keyboard. Schaut mal, wie Ginger zur Musik mitwippt und tanzt. Yay! Klasse, da freut sie sich, wie süß. Und weiter und weiter. Das macht dir Spaß, oder? Schaut mal. Unglaublich süß. Yay! Na hoppla. Sehr schön. Sehr toll, Ginger. Was hältst du von dieser Trompete? Die Trompete macht auch echt tolle Töne, oder? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls euch Sago Mini Babies gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr dieses Kleinkind-Let's Play toll findet und ihr noch weitere Folgen sehen möchtet. Na, schon genug? Jetzt nochmal, total wild! Oh, Ginger. Komm, wir sollten so langsam weiter, oder? Was meinst du? Schau mal, wir haben hier noch eine Ukulele. Die Ukulele macht auch richtig tolle Töne. Meinst du nicht auch? Okay, Ginger, komm, dann lass uns mal weiterschauen, was es noch so zu entdecken gibt. Ein Vorhang. Schwupps, ist er schon wieder zu. Und wieder offen und zu. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten mal deine Windeln wechseln, oder? Na, alles okay? Oh weh. Da hast du wohl Kacker in der Hose. Oder beziehungsweise in deiner Windel. Kein Problem, das wird kurz gewaschen, geputzt. Und hier hast du eine frische Windel. Alles wieder gut bei dir? Hm? Oh nein. Wir haben sie doch gerade erst gewechselt. Oh weh, oh weh. Gut, kein Problem.
Wir helfen dir natürlich. Das Problem ist gleich beseitigt. Kitzelt ein bisschen und fertig. Und eine neue Windel für dich. Alles gut? Hm? Oh weh. Och, Ginger. Wir haben gerade doch eben erst deine Windeln gewechselt. Ja, und jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Okay, okay. Alles ist gut. Komm, wir wechseln sie dir. Ist ja kein Problem. Aber danach ist Schluss mit lustig, ja? So. Und du bist wieder blitzeblank sauber. Eine neue Windel. Dann lass uns mal weiter. So, die Windel ist frisch und wir können unser kleines süßes Abenteuer fortsetzen. Hier haben wir noch schöne Bilder an der Wand. Die sehen toll aus, nicht wahr, Ginger? Oh, jetzt ist Essenszeit. Ginger, hast du Hunger? Komm, wir essen jetzt eine Kleinigkeit, okay? Aber nicht kleckern. Komm, lass uns essen. Zur Auswahl haben wir für dich Apfelbrei, Bananenbrei und Erdbeerbrei. Na, was essen wir jetzt? Apfelbrei. Na, schmeckt das? Süß, schaut mal. Mh, lecker. Banane ist auch echt super und sehr gesund. Und Erdbeer. Na, alles okay? Und nochmal Apfel. Gut machst du das. Immer schön fleißig essen. Mund abwischen. Du warst zwar ganz sauber, aber gut. So. Und hier, bitteschön. Fleißig, fleißig bist du. Sehr schön gegessen. Gesundheit. Dann haben wir aber noch Bananenbrei für dich. Das wird dir auch schmecken. Garantiert. Mischen können wir nicht, das habe ich gerade versucht. So. Willst du noch? Kleines bisschen? Okay, komm. Dann kriegst du noch mal was, ja? Banane oder Erdbeer? Oder was ganz anderes vielleicht? Schau mal, hier haben wir Karotte, Banane und Erdbeer. Was hältst du von Banane? Hast du ja schon gegessen, magst du, oder? Und was ist mit Karotte? Gemüse ist doch auch echt super lecker. Willst du probieren, Ginger? Erstmal Banane aufessen, oder? Banane ist super lecker. Aber, probier mal Karotte. Und? Schmeckt ganz okay, oder? Schmeckt nicht schlecht. Die kleine Ginger. Die ganze Zeit am Essen. Na, aber so viel isst du jetzt nicht, ja? Du hast noch ein kleines Bäuchlein und so viel passt da nun mal auch wieder nicht rein. Nicht, dass dir sonst schlecht wird. Na, alles gut? Sollen wir weiterspielen? Sollen wir was Neues entdecken? Oh, das war doch mal ein Räusper. So, upsala, dann war's das wohl. Du bist fertig, Ginger. Du kriegst wohl nicht genug, oder? Du hast dich kaum bekleckert, das finde ich gut. Schau mal, wir haben jetzt sogar Erbsen. Magst du Erbsen? Oh, na jetzt hast du dich aber wirklich bekleckert. Hier, schau mal. Mit Essen spielt man nicht. Oh ja, ja, alles gut, sei nicht traurig. Na toll, jetzt ist Ginger total dreckig im Gesicht. Und trotzdem strahlt sie. Findest du das etwa lustig? Anscheinend. Okay, Ginger, jetzt müssen wir dich aber wirklich mal putzen. Du bist ja ganz dreckig im Gesicht. Komm, ein Happen noch, ja? Na hoppla. Und ein Schluck auf. Sogar einen Schluck auf hat die kleine Ginger. Okay, jetzt reicht's aber. So langsam müssen wir wirklich los. Wir haben jetzt genug gegessen, Ginger. Okay. Oh, schau mich doch nicht so schockiert an. Du möchtest Banane haben? Du hast immer noch Hunger? Mensch, Ginger... Hoppla. Mensch, Ginger, du kannst nicht so viel essen. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ginger, können wir jetzt los? Erstmal putze ich dein Gesicht. So, jetzt ist wieder alles blitzeblank. Dann komm, lass uns weiter, ja?
So, danke für das Essen. Tschüss. Oh, schaut mal, wer da ist. Harvey, der Hund. Hallo, Harvey. Hier ist Ginger. Wie süß. Hier sind die ganzen Babys unterwegs. Alles gut bei dir? Im Spiel ist es so, ein Klick und ich kann die Figur mitten im Spiel wechseln. Aber wir bleiben hier bei Ginger. Denn in diesem Video soll es um die kleine süße Katze Ginger gehen. Jetzt haben wir das Licht ein- und ausgemacht. Und Ginger, du solltest etwas trinken. Was meinst du? Komm! Schaut mal, hier haben wir verschiedene Angebote für die Kinder, für die Babys. Na, was hältst du davon? Das ist Johannisbeersaft. Na hoppla, hier bitteschön, Fräulein Tentakel. Was hältst du davon? Uiuiuiuiui. Und hier? Das ist auch gut, oder? Das war Karottensaft. Komm, noch ein bisschen Karottensaft, ja? Das ist gesund. Sehr schön ausgetrunken. Gut gemacht, Ginger. Und na hoppla. Hier, schaut mal, was hältst du denn davon? Magst du das auch? Hier haben wir noch Milch für dich. Milch ist super gut. Vor allem Katzen lieben ja Milch. Nicht wahr, Ginger? Schaut mal, wie fröhlich sie austrinkt. Okay, nicht ganz. Hier, Ginger, bitteschön. Erdbeersaft. Schmeckt gut, oder? Magst du noch einen Schluck? Danach können wir weiter, ja? Komm, ein bisschen noch. Was magst du denn? Du magst gar nichts mehr? Komm, hier, probier noch. Okay, dann lass uns mal weiter, ja? Los. Oh, hallo Harvey. Du möchtest bestimmt auch was trinken, oder? Schaut mal, wie süß. Okay, wir müssen weiter. Ui, da sind aber schöne Sterne. Du, Harvey, wir müssen weiter. Harvey möchte mitkommen. Wir spielen jetzt mit Klötzchen. Ui. Schaut mal, hier, bitteschön. Ein Quadrat für dich. Und das ist auch ein schönes Bauteil. Schaut mal, wir bauen jetzt einen Turm. Hier, bitteschön. Na hoppla. Ginger, jetzt hast du den Turm kaputt gemacht. Aber kein Problem. Schaut mal, wie Ginger sich freut. Süß. Ginger, bitteschön. Versuch doch mal, etwas zusammenzubauen. Klappt das? Ja, genau. Und zack, obendrauf. Uiuiui, da kommt was Neues. Upsa, schön die Balance halten. Und jetzt, Ginger? Findest du lustig, nicht wahr? So, ui, das ist aber ein schöner Turm. Na hoppla, da ist doch direkt etwas runtergefallen. Uiuiui, das sieht auch toll aus. Und schwupps. Wow, schön die Balance halten. Und hui. So, das kommt oben drauf. Und Achtung. Oh, was ist denn das für ein Bauteil? Schau mal, Ginger. Das bewegt sich sogar. Das hat einen Mechanismus, mit dem es schleudern kann. Und schwupps. Sehr schön. Und Achtung, und jetzt geht's los. Schwupps. Cool, oder? Das ist doch mal ein besonderes Teil. Hier, bitteschön, nimm es mal in die Hand. Oh, wow, wie es ihr gefällt. Ginger, deine Reaktionen sind super. Und schwupps. Okay, Ginger, na? Oh, schau mal, ein rundes Teil. Ui, das findest du lustig, oder? Schaut mal, da oben ist noch so ein Bauteil. Aber jetzt haben wir schon viel zu viele. Na, Ginger, wollen wir so langsam weiter? Hast du genug gespielt? Findest du lustig, oder? Komm, lass uns mal ein bisschen weiter, ja? Oh, Harvey ist immer noch da. Tschüss, Harvey. Folgst du uns? Wir wollen so langsam weiter. Ein Regenbogen, ein Mond, ein Teddybär und ein Würfel, auf dem ein Stern abgebildet ist. Oh, hallihallo, ist denn schon Schlafenszeit? Oh, schaut mal, wer da ist. Robin, der Vogel. Hallo, Robin. Na, alles gut bei dir? Wir wechseln aber zurück zu Ginger. Schlaf ruhig weiter, Robin.
Die spielen wir gerne in der nächsten Folge. Oh, hallo, ein Waschbär. Was können wir denn bei dir machen? Lass doch mal sehen. Ui, Ginger, es gibt ein Geschenk für dich. Schau mal. Mal sehen, was da drin ist. Und? Wow, Luftballons. Zwei Entchen und ein Affe. Ein leckerer Muffin. Der ist super lecker, oder? Und hier noch ein Geschenk für dich. Was da wohl drin ist? Ein Auto war da drin. Und schwupps ist das Auto weggefahren. Mal sehen, was da drin ist. Na, möchtest du das Geschenk haben? Pack schnell mal aus. Und? Ui, Luftballons. Und alle sind geplatzt. Lecker, eine Gurke. Oh, magst du nicht so? Okay, kein Problem. Was ist denn damit? Mal sehen, was da drin ist. Und? Luftballons. Huiuiui. Und ein neues Geschenk. Aber lass uns mal weiter. Dankeschön. Oh, ein Eichhörnchen. Willst du ein bisschen schaukeln, Ginger? Komm, wir schaukeln mal gemeinsam. Ui. Macht dir das Spaß? Oh, ein Luftballon. Das macht Spaß, oder? Oh, hallo, hallo. Wer kam denn da aus der Erde heraus? Ein Maulwurf auf der rechten Seite und eine Krabbe auf der linken Seite. Und wer war denn das hinterm Zaun? Und da oben wohnt auch jemand. Eine Ziege hinterm Zaun. Hier gibt es so viele Tiere. Und hoppsa, was war denn das da oben? Das muss das Eichhörnchen gewesen sein. Na, Ginger, gefällt dir, oder, das Schaukeln? Ui, ui. Hallihallo. Und ein Luftballon. Ui. Okay, genug geschaukelt, Ginger. So langsam. Oh, schaut mal. Hier können wir noch ein bisschen baden und duschen. Hallöchen. Ui, schaut mal. Das macht Seifenblasen. Und das ist ein Schwamm. Upsala. Siehst du, oder? Und ein bisschen mit Wasser nass machen. So. Damit wir gleich dein Gesicht waschen, ja? Du musst ja wieder frisch und sauber sein. So, Achtung. Augen zu. Einmal schön mit Seife drüber. Alles okay, Ginger? Keine Angst, wir holen dich da wieder raus. So, einmal mit Wasser drüber. Gleich bist du wieder sauber, Ginger. Geschafft. Na? Fühlst du dich wieder frisch? Da unten noch ein bisschen, ha? Huh? So. Sehr schön. So, komm, alles ist doch gut, oder? Magst du nicht so baden? Magst du lieber draußen spielen, oder? Komm, dann lass uns raus. Okay. Gut, aber weißt du was? Wir spielen jetzt nicht mehr, okay? Ginger. Wir spielen jetzt nicht mehr, wirklich nicht mehr. Jetzt gehen wir schlafen. Und das war übrigens der Hase Jack. Schön, ihn gesehen zu haben. Jack, zu dir kommen wir auch noch. Aber jetzt ist erst einmal Schlafenszeit für unsere kleine süße Ginger. Das war ein sehr langer Tag für sie. Und sie hat viel erlebt und viel Spaß gehabt. Na dann mal los, Ginger. Schau mal, Robin schläft auch schon. So. Hallihallo. Dann lass uns mal schlafen gehen. Ja, war ein langer Tag, oder, Ginger? So, ich gebe dich in Schlafensposition. Und gute Nacht. Schaut mal, in der letzten Folge hat Robin hier noch geschlafen. Aber heute wollen wir unser kleines Abenteuer fortsetzen. Robin, sag nicht, du möchtest jetzt schon wieder schlafen. Jetzt bist du gerade erst aufgewacht. Dann lass uns jetzt gemeinsam ein wenig spielen. Geschenke auspacken, baden, verkleiden spielen, Musik machen, alles Mögliche. Hallihallo, Jack. Alles okay bei dir? Ich glaube, Jack geht jetzt schlafen. Für ihn ist jetzt die Schlafenszeit angekommen. Aber Robin ist gerade erst wach geworden. Hallöchen, Herr Waschbär. Wir kommen mal zu dir. Und haben tolle Geschenke für Robin. Ein leckeres Schokoladeneis. Ja, magst du nicht so, oder? Aber wir haben noch andere Sachen. Was hältst du von einem Geschenk für dich? Hui! Und, was ist da drin? Ein Auto! Brumm, brumm! Und schon wieder weg.
Was hältst du von diesem Eis? Huiuiui, direkt verschlungen. Und noch ein Geschenk für unsere kleine süße Robin. Und eine Lokomotive. Das war auch ein echt tolles Geschenk. Was hältst du hiervon? Luftballons. Sogar eine Zahl 1. Oh nein, Robin, alles okay? Du magst es nicht, wenn Luftballons zerplatzen? Keine Angst, alles ist gut. Komm, du kriegst ein neues Geschenk, ja? Und dann wird alles gut. Schau mal, Robin. Keine Sorge, wir zerplatzen keine Luftballons mehr, okay? Whee! Robin freut sich besonders über Autos. Was für tolle Geschenke. Und Luftballons, noch mehr! Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Denn diese Luftballons sind gerade zerplatzt. Was hältst du hiervon? Ein Muffin. Hm? Willst du? Du willst unbedingt, oder? Greif schon mit der Hand darüber. Aber nein, das kriegst du jetzt nicht. Du kriegst ein neues Geschenk. Etwas viel Besseres. Mal sehen, was da drin ist. Und hui, wieder ein paar Luftballons. Oh nein, nicht traurig sein. Komm, du kriegst gleich ein neues Geschenk, okay, Robin? Robin mag es wirklich nicht, wenn man Luftballons kaputt macht. Und was findest du hier drin? Ein Schmetterling. Das war aber süß, oder? Komm, Robin, lass uns weiter. Danke, Herr Waschbär. War wirklich toll bei dir. So. Duppiduppidu, duppiduppidu. Hallo, Herr Eichhörnchen. Dürfen wir ein wenig schaukeln? Dankeschön. Ui. Die kleine Robin sitzt in der Schaukel. Na hoppla. Ein paar Tannenzapfen kommen runter. Sehr schön. Ui. Was kam denn da aus der Erde hervor, ha? Huh? Ein Maulwurf und dahinter ein plüschiges Monster. Und da ist sogar ein Kuckuck im Baum. Alle möglichen Tiere sind hier. Eine Ziege und ein Luftballon. Hui, oh, ein Eichhörnchen kam da hervor. Direkt rausgesprungen. So. Zack. Hallihallo. Hui. Sehr schön, Robin. Das ist toll. Schaukeln ist was richtig Schönes. Ah, das macht richtig Spaß. Okay, Robin, wollen wir so langsam weiter? Was meinst du? Oder möchtest du ein bisschen schaukeln? Macht einfach Spaß, oder? Du möchtest gar nicht mehr aufhören. Komm, Robin, lass uns weiter. Danke, Eichhörnchen. Hat Spaß gemacht bei dir. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Sago Mini Babys gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch weitere Folgen davon sehen möchtet. Auch mit den anderen Tieren. Wie dem Hasen Jack oder dem Hund Harvey. Hallo, wie geht's dir, Ginger? Mit Ginger haben wir ja in der letzten Folge gespielt. Alles okay, Ginger? Hm? Also Robin geht es fantastisch. Wir spielen jetzt. So, jetzt ist aber erstmal Badezeit. Wir machen dich mal ein bisschen nass. So. Schön nass. Im Wasser planschen macht auch echt Spaß, nicht wahr, Ginger? Quatsch, ich meine Robin. Guck mal, was hältst du davon? Das macht sogar Seifenblasen. Robin findet das total toll. Yay! Du magst es, im Wasser zu planschen, richtig? Und alles, was quietsche Geräusche macht. Hui! Das findet sie fantastisch. Wenn nicht sogar katztastisch. Schau mal, Seifenblasen. Jetzt seifen wir dich aber ein. Ha! So, haben wir dich. Augen zuhalten, ja? Nicht die Augen öffnen. Und jetzt machen wir dich nass. Und spülen die Seife weg. Na, du hast doch noch was im Gesicht. Sollen wir das noch wegspülen? Robin? Du magst lieber weiterspielen, oder? Schau mal, das macht süße Seifenblasen. Hui. Hey, was ist los? Darfst gerne damit weiterspielen. Aber wir müssen noch dein... Alles okay? Robin, wir müssen noch dein Gesicht... Na, hoppla. So, jetzt machen wir dich aber mal komplett nass.
damit du auch gleich wieder trocken raus kannst, ja? Oder dich draußen trocknen kannst, besser gesagt. So, das war ein gutes Bad für dich. Dann lass uns mal weiter. Hallo, Ginger. So, hier haben wir zwei Vasen. Mal gucken. Ui, Sonnenblumen. Und tolle Primeln. Was für schöne Blumen. Komm, lass uns Verkleiden spielen. Was magst du haben, hm? Was hältst du hier davon? Mit Blitzen drauf. Mit einem Schnauzer. Und einer Kette. Oh nein. Robin, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Du magst die Kette nicht, oder? Magst du dann vielleicht einen Hut haben? Findest du nicht so besonders? Oh, du magst den Schnauzer? Ja, der sieht lustig an dir aus. Vor allem, wenn du den Schnabel öffnest, dann rutscht er ein bisschen runter. Süß. Alles gut? Magst du noch was haben? Oh, die Schleife steht dir extrem gut. Und ein Krönchen. So, das nehmen wir mal raus. Und wie wär's hier mit einem Tütü? Oh, magst du das nicht? Oh, hey Robin, alles gut. Hier, du bist jetzt ein Cowboy. Das gefällt dir wohl eher, was? Magst du den Schnurrbart nicht? Magst lieber den anderen, stimmt's? Den hier. Ja, der gefällt mir auch ziemlich gut. Steht dir extrem gut. Vor allem mit dem Hut. Oder wie wär's mit dem anderen Cowboy-Hut? Das ist doch ein Foto wert. Schaut mal. Sie sieht aus wie ein echter Cowboy. Sehr toll. Ahoi, Matrose. Jetzt bist du ein echter Matrose, Robin. Hopsa, eigentlich wollte ich dir den Hut gerade aufsetzen. Oh, schau mal. Du bist jetzt eine Biene. Bzzzt. Und jetzt ein echter Captain. Wow. Das sieht toll aus, Robin. Okay, Robin. Wollen wir so langsam weiterspielen? Und gucken, was es noch so zu entdecken gibt? Magst du? Magst du nicht? Magst du noch hier bleiben? Komm, lass uns weiter, ja? Okay, dann komm. So. Mal sehen, was wir noch so Schönes haben. Oh, da ist Harvey, der Hund. Hallo, Harvey. Alles gut bei dir? Wir machen jetzt Musik mit Robin. Dann mal sehen. Eine Trompete und Bongos. Na, was hältst du davon, hm, Robin? Nochmal Trompete? Oh ja, die Trompete gefällt dir wohl ziemlich gut. Robin ist ein großer Fan der Trompete. Aber ich muss schon sagen, Trompeten klingen extrem toll. Yay, schaut mal, wie sie mitwippt. Robin, du bist einfach die allerallerbeste. Du kleiner süßer Vogel. Ein Tambourin. So. Na? Hört sich doch gut an, oder? Was für eine schöne Mischung. Zwei tolle Instrumente. Und nun die Ukulele. Jetzt nochmal schön mit Wippen, Robin. Du magst Musik. Genauso wie unsere Babykatze Ginger. Auch sie liebt Musik. Das ist doch mal was richtig Tolles. Und? Macht Spaß? So. Wow, du kannst ja gar nicht mehr aufhören. Ui, 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 ui. Okay, Robin. Sollen wir weiter? Oh, schaut mal. Ein Akkordeon. Das macht ganz andere Töne. Das ist auch was Schönes. Robin ist voller Freude. Das macht richtig Spaß. Ui. Robin ist voll dabei. Scheint ein sehr musikalischer Vogel zu sein. Klasse, Robin. Juhu. Das macht Spaß. Und die Musik ist vorbei. Komm, lass uns weiter, Robin. Harvey hat zugeguckt. Harvey, jetzt darfst du gerne mit den Instrumenten spielen. Na, du möchtest lieber mitkommen? Ja, dann komm. Sehr gerne darfst du mit. Oh, oh. Jetzt müssen wir deine Windeln wechseln. Du hast wohl AA in die Windeln gemacht. Oh oh, Kaka in der Windel. Kein Problem, wir wechseln sie dir kurz, okay? Ja, sollen wir sie dir wechseln? Oder so lassen? Hm?
Oh, nicht lassen. Der böse Blick. Okay, Robin. Dann wechseln wir deine Windeln, ja? Ja, ist ja kein Problem. Du musst doch nicht weinen. So, uiuiui, das stinkt aber. So, dann lass uns das mal wegwischen. Dann bist du wieder frisch. So, perfekt. Jetzt kriegst du eine neue Windel. Bitteschön. Alles ist wieder gut. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Dann wechseln wir doch kurz. Ist doch kein Problem. So, einmal wegwischen. Und ab damit in die Tonne. Dann lass uns weiter, okay? Du bist jetzt wieder frisch, meine kleine Robin. Dankeschön. Los, los, los. Schau mal die tollen Bilder an der Wand. Das sind Küken, ein Ei, eine Ente. Magst du was essen? Robin, komm, wir essen was, ja? Mal sehen, was wir hier haben. Erdbeer, Apfel und Brokkoli. Brokkoli ist lecker. Aber erstmal Apfel probieren und schwupps. Na, schmeckt's? Und Erdbeer? Aber Brokkoli musst du auch mal probieren. Magst du nicht? Na komm. Na gut, komm, komm. Nur mal probieren. Du weigerst dich? Komm schon, ein Flugzeug kommt. Oh weh, siehst du, das kommt davon, weil du deinen Mund nicht geöffnet hast. Na komm, nur mal probieren. Wenn es dir nicht schmeckt? Ach komm. na gut, Robin. Dann kriegst du was anderes. Du musst ja kein Brokkoli essen. Aber in Brokkoli gibt es wichtige Vitamine, damit du groß und stark wirst. Dann kriegst du eben was anderes. Was hältst du hier von Äpfeln? Äpfel sind super lecker. Du magst die sauren und auch die süßen, nicht wahr? Hopsala. Da ist ein wenig Apfelbrei direkt im Gesicht gelandet. Oh weh. Robin, du musst auch deinen Mund öffnen. Sonst kann das Essen nicht gegessen werden. So einfach ist das. Na komm schon. Ach, Robin. So, hier haben wir Karotte, Erbsen und Brokkoli. Was magst du am liebsten? Wir haben diesmal nur Gemüse, kein Obst. Na? Und schmeckt's dir? Ja, so schlecht ist Brokkoli doch gar nicht, oder? Erbsen magst du nicht so? Och Mensch, Robin. Jetzt hast du wieder Essen im Gesicht. Du möchtest Karotte haben? Nein, erst Erbsen. Na gut, na gut. Okay. Nicht weinen, aber das ist trotzdem wichtig. So, Brokkoli kriegst du auch noch. Na, mit Essen spielt man eigentlich nicht. Aber in dem Spiel ist es schon okay. Gesundheit. Alles okay, Robin? Komm, dann iss wenigstens dein Karottenbrei auf. Okay? Das ist auch sehr, sehr lecker. Gut machst du das. Und noch einhappen. Na dann waschen wir mal dein Gesicht. So, alles wieder blitzeblank. Okay, Robin. Dann komm, lass uns weiterspielen, ja? Danke fürs Essen. War sehr lecker. So, schaut mal, hier mal wieder ein Vorhang. Und eine Sonnenblume. Auf und zu. Und eine Lampe. Oh, du hast bestimmt Durst, oder? Komm, Robin, dann lass uns eine Kleinigkeit trinken. Was magst du denn? Das ist gut, oder? Uiuiui. Magst du noch was anderes haben? Was hältst du hiervon? Leckere Milch. Oh, schaut mal, das trinkt sie komplett aus. Das muss lecker sein. Ich glaube, jedes Tier hat so sein Lieblingsgetränk. Schau mal, was hältst du hier von der Socke? Wir haben sogar eine Socke bekommen. Du magst erstmal deine Bananenmilch trinken, oder? Oh, auch das schmeckt dir. Du musst ja echt Durst gehabt haben. Hier? Das schmeckt dir auch. Du hast echt sehr viel Durst. Na, Prost, Mahlzeit. Schau mal, eine Socke für dich. Hui. Tja, mit der kann man aber nicht viel machen. Magst du noch was trinken? Upsala. Magst du noch mal Milch? Milch trinkst du doch so gerne, oder? Das muss wirklich ihr Lieblingsgetränk sein. Robin liebt Milch.
Zumindest in meinem Sago-Mini-Baby-Spiel. Wie sieht's in eurem aus? Okay, komm, das war's. Genug getrunken. Wer von euch spielt denn auch dieses Spiel oder hat es sich runtergeladen? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Vor allem auch die Eltern. Da würde ich mich sehr darüber freuen, da Erfahrungswerte zu lesen, Erfahrungsberichte. So, dann spielen wir jetzt noch mit ein paar Klötzchen. Na, was hältst du davon? Schaut mal. Das ist was Halbrundes und das ist, uiuiui, was Rundes. Schau mal. Das ist total interessant. Mit einem runden Baustein kannst du nicht bauen, weil alles runterfällt. Aber mit eckigen dagegen schon. Schau mal, da oben haben wir noch ein interessantes Element. Ein schönes Bauteil. Das kann sogar kleine Bällchen schießen. Magst du das mal in die Hand nehmen? Oder magst du lieber deine zwei lila Klötzchen in der Hand behalten? Ach, die süße Robin. Schau mal, Robin. Nimm das mal in die Hand. Das schießt in beide Richtungen kleine Bällchen. Das findest du lustig, oder? Das ist echt was richtig Tolles. Ui, und schwupps. Ui. Und Achtung, jetzt wird geschossen. Huiuiui. Das ist doch direkt was wieder runtergefallen. Schau mal, jetzt haben wir das blockiert mit den Bausteinen. Und hier ist noch was. Was hältst du hiervon? Schwupps, das funktioniert nicht. Hui, jetzt haben wir hier aber wirklich viele Klötzchen für dich, meine liebe Robin. Aber du bist total fasziniert von diesen Schleuderbauteilen, oder? Da freust du dich. Die süße Robin. Hui. Oh, aber der Turm konnte stehen bleiben. Schaut mal links. Und schwupps, da fällt der Turm. Huiuiui. Die kleine Robin hat Spaß. Okay, Robin. Aber jetzt ist wieder Schlafenszeit. Jetzt haben wir genug gespielt für heute, ja? So. Hallo. Oh, Jack schläft auch schon. Dann wollen wir uns mal schlafen legen. Gute Nacht, Robin. Gute Nacht, Jack. Wo möchtest du denn anfangen? Du möchtest wahrscheinlich erstmal Geschenke auspacken? Ist das richtig? Komm, dann lass uns mal nachsehen. Und zack. Pancakes. Schwupps, schon aufgegessen. Du scheinst hungrig zu sein, oder? Mal sehen, was in dem Geschenk drin ist. Und Luftballons. Schwupps, schwupps. Jack liebt es, wenn Luftballons zerplatzen. Ganz anders als Robin in der letzten Folge. Und was ist da drin? Wumm, ein Auto. Ein gesunder, leckerer Apfel. Den musst du einfach essen. Ist da nicht gut? Und noch ein Geschenk. Mal sehen, was da drin ist. Ui, ein Regenwurm. Tschüssi. Da ist er wohl weg. Ein Stück Kuchen. Na, möchtest du? Möchtest du? Jack? Kriegst du. Schmeckt's dir? Komm, noch ein Geschenk für dich. Und? Wow, das ist aber toll. Schau mal, Käse. Aber lass uns lieber weiterspielen, ja? Und mal sehen, wo es jetzt hingeht. Alles okay, Jack? Schau mal, das Eichhörnchen. Möchtest du eine Runde schaukeln? Hast du Lust, Jack? Ja? Okay, dann komm. Dann lass uns schaukeln. Hui! Und schwupps. Ja, das macht dir Spaß, oder? Schau mal, ein Luftballon da hinten. Und zack, ist er zerplatzt. Und eine süße Krabbe. Und ein Maulwurf sagt uns Hallo. So viele Freunde, eine Ziege war da auch. Wow, da staunst du nicht schlecht, was? Und da fallen die ganzen Eicheln vom Baum. Schau mal, da schaut ein Kuckuck heraus. Ist das nicht süß? Ja, das macht Spaß. Hui! Und nochmal mit Schwung. Sehr schön, Jack. Macht Spaß, oder? Du liebst es zu schaukeln. Das wissen wir. Magst du noch ein wenig? Oder magst du so langsam weiter? Magst du noch was?
Hui! Yay! Okay, Jack, aber jetzt lass uns weiter. Meine Lieben, wenn euch Sago Mini Babys gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch weitere Sago Mini Baby Videos sehen möchtet. Kommen wir aber nun zu einem super schönen Bad. Du sollst auch mal baden, Jack. Schau mal, das macht Seifenblasen. Der kleine Pinguin. Ist er nicht süß? Möchtest du ihn mal in die Hand nehmen? Hm? Hui, upsala, und schwupps. Das ist toll, oder? Jetzt machen wir dich aber erst einmal nass. So. Tja, jetzt bist du ganz nass. Hui, guck mal, wie es planscht. Schwuppdiwuppdiwupps. Schwuppdiwuppdiwupps. Schwuppdiwupps, schwuppdiwupps, schwuppdiwuppdiwupps. Okay, okay, du kriegst auch mal. Hier, bitteschön. Wow, schau mal. Jetzt seifen wir dich aber erst einmal gründlich ein. Denn du bist nicht umsonst hier in der Badewanne. Wir wollen dich doch wieder waschen. Und Achtung. So, gleich haben wir es geschafft, Jack. Bitteschön. Du bist wieder frisch. Schau mal, ein Frosch. Sei nicht traurig. Wir haben hier noch einen Frosch, Jack. Ja, der Frosch ist auch toll. Er kann auch Seifenblasen machen. Aber jetzt gehen wir erst einmal weiter. Oh, hallo Ginger. Alles okay bei dir? Und die schönen Blumen. Gänseblümchen und bunte Primeln. So, kommen wir nun aber in das Zimmer. Lass uns verkleiden spielen. Was magst du haben? Das ist lustig, oder? Ein Hase in einem Tigerkostüm. Mit einem Piratenhut und einem Schnauzer. Na, das ist doch mal ein Blick. Jack, wie schaust du denn da auf dem Foto? Gefällt dir die Schleife nicht so? Lieber die Krawatte? Oder ein Tütü? Was magst du am allerliebsten? Das hat doch was. Ist das nicht lustig? Du kleine Kichermaus. Sehr schön. Tolles Foto. Und, Achtung. Oh, magst du das nicht, Jack? Mach dir keine Sorgen, nehmen wir gleich raus. Wie wär's mit der Krone? Oh, das gefällt dir? Aber kein Schnauzer, der kitzelt ein wenig, oder? Du siehst ja toll aus. Und du strahlst wie ein richtiger Strahlemann. Das ist auch mal was Schönes. Was haben wir denn noch? Schau mal, ein Cowboy. Wow, eine Biene. Komm mal, jetzt siehst du aus wie eine Biene. Hey, nicht traurig sein. Wir geben dir was Neues. Aber was? Hm. Vielleicht kommt irgendwann noch der Fühler der Biene. Was meinst du? Die Krone hat aber auch was. Du siehst aber nicht gerade glücklich aus, Jack. Komm, lass uns weiter. Hallo, Ginger. Magst auch verkleiden spielen, oder? Kannst ruhig in das Verkleidungszimmer. Jack und ich gehen mal weiter. Oh, Jack, komm, wir machen Musik. Hast du Lust? Schau mal, ein Xylophon und ein Tambourin. Yay! Das macht tolle Töne, nicht wahr? Hui, yeah! Jack, du bist der Beste. Das ist doch mal was richtig Tolles. Welches Baby kann da Nein sagen? Alles, was schöne Töne macht, macht Spaß. Super. Magst du nochmal? Hat was, oder? Du liebst eher das Xylophon, hab ich recht? Oh, Jack. Magst du noch ein bisschen was vom Xylophon hören? Schau mal. Yay! Genau das Richtige. Schaut mal, wie Jack sich freut. Wild herum. Yay! Dum 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 dum.
Oh Jack, du bist einfach der tollste Hase, den es gibt. Das ist richtig schön. Jack, komm, lass uns weiter. Wir haben jetzt genug Musik gespielt. Was haben wir noch zur Auswahl? Schau mal, ein Vorhang. Auf und zu. Oh, Jack, es ist Zeit, die Windeln zu wechseln. Und? Oh weh. Dann sollten wir direkt mal deine Windeln wechseln. Kein Problem. Du kriegst gleich eine neue. So, putzen und waschen dich noch. Und jetzt kriegst du eine neue Windel. Bitte schön. Und? Alles gut bei dir? Och, Jack. Du hast gerade eben doch erst in deine Windeln gemacht. Tja, das hast du nun davon. Und jetzt? Oh, Jack, na gut. Na gut, na gut. Komm. Dann wechseln wir nochmal deine Windeln. Aber danach geht es sofort weiter. Versprochen? So. Und wieder blitzeblank. Komm, Jack, dann lass uns mal weiter. Dankeschön, tschüss. So. Schau mal. Tolle Bilder an der Wand. Oh. Ist schon wieder Essenszeit? Dann mal los. Jack, was magst du denn essen? Wir haben Karottenbrei, Bananenbrei und Apfelbrei. Mal sehen, ob die Banane schmeckt. Ist okay, oder? Oh, Jack, du musst schon den Mund öffnen, wenn du isst. Magst lieber was vom Karottenbrei? Banane ist nicht so deins. Komm, ein bisschen noch, ja? Oh, Schluck auf. Komm, das schaffst du. Sehr toll. Schau mal, jetzt hast du Banane komplett aufgegessen. Zwischen wir dich noch ab. So, jetzt hast du wieder ein sauberes Gesicht. Du magst Karotte essen oder was ganz anderes? Wir haben noch andere Sorten. Oh, was war denn das, mein lieber Jack? Schau mal, Erdbeerbrei, Karotten und Bananenbrei. Hier, Banane. Oh, du hast wirklich Schluck auf. Kleiner süßer Jack. Du möchtest Erdbeer haben? Unbedingt. Aber ob wir dir jetzt auch Erdbeer geben? Du hast Schluck auf. Oh weh, oh weh, oh weh. Habt ihr Tipps gegen Schluck auf? Schreibt doch mal eure Tipps gegen Schluckauf in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Okay, Mund auf. Na, siehst du, Jack, das hast du davon, wenn du nicht deinen Mund öffnest. Ach, Jack. Jack, was ist denn? Schau mal, wie das aussieht. Total dreckig im Gesicht. So, kein Problem. Jack, jetzt streng dich aber an. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ganz fleißig. Toll gemacht, Jack. Und Banane haben wir noch. Jack, Mund auf. Okay, Jack. Komm, ich wische dich noch ab und dann geht es weiter, okay? Genug gegessen für heute. Dann mal los, Jack. Was haben wir denn noch? Oh, Harvey. Hallo, Harvey. Er geht jetzt, glaube ich, essen oder verkleiden spielen. Eins von beidem wird er jetzt bestimmt machen. So, oh, eine schöne Sonnenblume. Toll, oder? Licht an, Licht aus. Oh, hast du etwa Durst? Später? Wir kommen später darauf zurück, kurz bevor wir dann schlafen gehen. Jetzt spielen wir ein bisschen mit Klötzchen. Und da war gerade Robin. Die hat wahrscheinlich auch gerade mit den Klötzchen gespielt. Schau mal, jetzt hast du ganz viele Klötzchen. Nur für dich. Und was bauen wir jetzt? Magst du vielleicht ein kleines Häuschen bauen? Oh, Jack, du bist wirklich super süß. Schau mal hier. Das ist ein Dreieck. Das könntest du als Dach verwenden. Oh, hoppla. Magst du vielleicht dieses Teil hier haben? Ah, versuchst du das gerade zusammenzubauen? Ja, und jetzt? Schau mal. Wir geben dir jetzt mal ganz viele Bauklötzchen, ja?
Dann kannst du ganz viel zusammenbauen. Schau mal, wie viele Bauklötzchen du jetzt hast. Du könntest dich sogar darin vergraben und dich verstecken. Schau mal, so viele Bauklötzchen. Ui. Jack, was machen wir jetzt mit den ganzen Bauklötzchen? Du hast wirklich sehr, sehr viele hier. Und nun? Schau mal, Jack. Oh nein, du gehst ja förmlich unter. Aber du hast Spaß, wie wir sehen können. So viele Bauklötzchen und es hört gar nicht mehr auf. Und du bist nur am Lachen. Und? Jack, was machen wir jetzt, hä? Das gefällt dir, oder? Was für eine süße App. Und schwupps. Okay, Jack. Komm, dann haben wir jetzt genug mit den Klötzchen gespielt, okay? Lass uns weiter. Hallo Robin, schön dich zu sehen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal aber etwas trinken, oder? Hallihallo. Oh, was haben wir denn zur Auswahl? Ziemlich viel. Magst du Bananensaft trinken? Extra für Babys. Und? Oh, nicht, dass du wieder Schluck aufbekommst, ja? Langsam trinken. Hier haben wir noch Erdbeersaft. Das schmeckt gut. Und dann haben wir aber auch noch Milch. Oh, ein Schuh. Schau mal, ein Schuh. Oh, damit kannst du wohl nichts anfangen, oder? Du möchtest lieber etwas trinken. Klar, das verstehen wir. Aber was magst du denn? Magst du das hier vielleicht haben? Nee, oder? Lieber Milch. Leckere Milch. Gut für die Zähne. Und für die Knochen. Was hältst du davon? Heidelbeersaft. Ist okay, oder? Hast nicht komplett ausgetrunken, aber ist doch ganz lecker. Hier, trink noch deinen Bananensaft aus. Gut gemacht. Und da hast du wieder Schluck auf. Okay, lass uns so langsam schlafen, ja? Es ist Schlafenszeit, Jack. Tschüss, Robin. Wir gehen jetzt schlafen. Robin spielt wahrscheinlich noch, aber für dich ist jetzt erstmal Schlafenszeit. Komm schnell weiter. Duppiduppidu. Hallo. Ja, wir würden gerne schlafen gehen. Alles ist so müde. Ach ja. Dann lass uns mal schlafen, Jack. Gute Nacht. Jack, wir gehen jetzt schlafen, ja? Komm, Jack, es ist langsam Zeit. Es ist schon spät. Leg dich hin. Na, Harvey, magst du direkt mal zum Start dieser Folge etwas essen? Wir haben super leckeren Brei für dich. Dann mal los. Schau mal, Harvey, wir haben Karottenbrei, Apfelbrei und Brokkolibrei. Magst du mal Brokkoli probieren? Magst du nicht? Komm, nur einmal probieren. Oh weh, jetzt hast du Essen im Gesicht. Magst du lieber Apfelbrei haben? Ist ganz okay, oder? Aber so begeistert scheinst du nicht zu sein. Und Karottenbrei schmeckt gut, oder? Oh, alles in Ordnung, Harvey. Nimm den Mund bloß nicht zu voll. Immer schön zu Ende kauen. Und dann schlucken. Und? Aber Brokkoli magst du anscheinend nicht, oder? Komm. Oh nein, nicht weinen, Harvey. Okay, kein Brokkoli, kein Problem. Aber dann iss wenigstens den Karottenbrei auf. Oh, du hast Schluck aufbekommen. Komm, wir wischen mal dein Gesicht sauber. Du hattest so viele Essensreste im Gesicht. Und? Brokkoli ist doch gar nicht so schlecht, oder? Achtung, jetzt kommt ein Flieger. Schau mal, ein Flieger. Hui. Gut machst du das, Harvey. Schön aufgegessen. Guck mal, Apfelbrei ist doch auch ganz gut, oder? Oh, Gesundheit, Harvey. Na, schmeckt's? Magst du noch? Oh, Erdbeerbrei scheint dir wohl richtig zu schmecken. Das ist auch etwas wirklich sehr, sehr Leckeres.
Okay, Harvey, genug gegessen. Lass uns weiterspielen. Los geht's! Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Sago-Mini-Babys gefällt und ihr noch weitere Sago-Mini-Spiele von mir sehen möchtet, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ich auf jeden Fall noch weitere Spiele von dieser Serie hochladen soll. So, es ist Zeit, deine Windeln zu wechseln. Oh, haben wir schon fast gedacht. Komm, dann wechseln wir diese kurz und zack, können wir weiterspielen, ja? Hui, das stinkt, nicht wahr? Aber kein Problem. Gleich bist du wieder frisch und sauber. Bitteschön, hier. Alles ist wieder gut. Oder? Was meinst du? Oh, Harvey. Noch einmal in die Hosen gemacht, noch einmal in die Windeln. Kein Problem. Dann wechseln wir nochmal deine Windel, machen die frisch und sauber und fertig. Bitteschön. Danke, Roboter. Dann lass uns jetzt weiterspielen, okay? Oh, Harvey. Nicht schon wieder. Was machst du? Ich dachte, wir gehen jetzt weiterspielen. Warum schaust du mich jetzt so komisch an? Tja, sollen wir jetzt nochmal deine Windeln wechseln? Ja, ist doch kein Problem. Du musst doch nicht weinen. Komm, Harvey. Dann wechseln wir nochmal deine Windeln, ja? So. Einmal zack. Dann wischen, damit du wieder sauber und frisch bist. Und eine frische Windeln. Dann mal los. So, komm. Dann setzen wir unser kleines Abenteuer hier fort. Der Vorhang ist zu und wieder offen. Komm, wir spielen ein bisschen mit Musikinstrumenten. Was hältst du davon? Ein Keyboard. Du bist ein großer Fan des Keyboards, oder? Du magst den Ton des Keyboards. Oder hier die Bongo. Das ist doch mal toll. Eine schöne Mischung von Bongo und Keyboard. Ja, das macht Spaß. Jui! Das gefällt dir, nicht wahr? Schaut euch mal Harvey an. Er strahlt über beide Ohren und kann nicht genug von dieser Musik bekommen. Das ist doch mal was Tolles. Harvey tanzt. Du machst das super. Yay! Schau mal, eine Trompete, Harvey. Du, 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 du. Schöner Ton, oder? Jetzt kriegen wir hier ständig die gleichen Instrumente. Ah, schau mal. Es gibt hier noch eine Ukulele. Und spiel mal Ukulele. Versuch's mal alleine. Yay! Sehr toll. Oh, ein Akkordeon. Das macht doch auch richtig tolle Töne. Findest du nicht auch, Harvey? Und ein Xylophon. Das macht auch schöne, beruhigende Töne. Okay, Harvey, dann würde ich sagen, spielen wir weiter und laufen zum nächsten Spiel. Was gibt es denn noch? Schau mal, das sind wir. Das sind Bilder von uns allen. Willst du verkleiden spielen? Schau mal, jetzt haben wir hier wieder verschiedene Sachen zum Ausprobieren. Schau mal. Ein Smoking, du siehst aus wie ein Erwachsener. Der Schnurrbart steht dir gut. Schau mal, wie du strahlst. Sehr tolles Foto. Und was hältst du davon? Magst du nicht so? Schau mal, ein Dinosaurierstrampler. Na, das steht dir gut. Okay, zugegeben, die Krawatte weniger und die Schleife ist nicht schlecht. Das gefällt dir auch, oder? Das steht dir gut. Das ist eine tolle Kombination. Du strahlst über beide Ohren. Du spielst wohl gerne verkleiden, oder? Jack macht der Verkleiden nicht so sehr, aber du bist begeistert. Schau mal, siehst du aus wie ein Superheld. Mit einer Krone. Das ist das perfekte Foto. Sehr schön, Harvey. Komm, wir spielen was anderes. Schau mal, es hängt das Bild an der Wand. In deinem Superman-Kostüm. Sehr schön. Und hier haben wir zwei Vasen. Mit Primeln
und Sonnenblumen. Hallo Jack! Hast du gerade gebadet? Wahrscheinlich schon. Komm, wir baden auch. Komm, Harvey. Magst du baden? So, schau mal, was wir haben. Eine kleine Quietschequalle. Hui. Nicht traurig sein. Wir haben noch ein Quietsche-Pinguin. Schwuppdi-bupp-di-bups. Schwuppdi-bupp-di-bups. Die planscht so süß im Wasser, findest du nicht auch? Und sie macht sogar Seifenblasen. Hui. Ja, da staunst du. So, jetzt waschen wir dich aber. Einmal ganz gründlich rundherum. Mach die Augen zu, Harvey. Du sollst auch wieder schön sauber und wieder frisch sein. So, Achtung, jetzt kommt Wasser. Einmal schön drüber spülen. Und du bist wieder sauber. Sehr schön. Hui, hui, planschi, 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 plansch. Hui. Hey, Harvey, nicht traurig sein. Du spielst wohl gerne mit den Seifenblasen, oder? Nicht traurig sein, schau mal, ein Frosch. Und schwupps. Und die Qualle ist wieder da. Sollen wir eigentlich dich nochmal einseifen? Komm, wir machen dir einen kleinen Seifenbad. Schau mal, jetzt hast du ein Bad. Jetzt siehst du aus wie der Weihnachtsmann. Das ist doch lustig, oder Harvey? Harvey, wir müssen dich aber gleich nochmal mit Wasser nass machen. Weil deinen Bart kannst du nicht behalten. Oh weh, was war denn das, Harvey? Okay, komm. Wassermarsch. So. Jetzt bist du wieder sauber. Komm, lass uns weiterspielen, Harvey. Wir haben noch einige Stationen vor uns. Oh, magst du ein wenig schaukeln? Hallo Eichhörnchen, dürfen wir schaukeln? Hui. Und wow. Schwuppdiwupps. Uiuiuiui. Hier geht's rundherum. Sehr toll. Und nach oben, nach unten. So, Achtung. Hui. Und da ist wieder das Monster hinter dem Zaun, das uns kurz begrüßt hat. Wo ist eigentlich die Ziege? Ach, da ist sie ja. Gerade haben wir von dir gesprochen, liebe Ziege. Und schwupps. Und da war ein Zwerg. Ja, schaukeln ist was Tolles, oder? Vor allem Jack liebt es zu schaukeln. Jack war ja der Hase. Komm, Harvey. Lasst uns mal weiterspielen. Magst du vielleicht ein paar Geschenke auspacken? Schau mal, hier beim Waschbären. Oh, Robin, hallo. Schau mal, was wir hier für dich haben. Einen leckeren Apfel. Der ist super lecker. Und hier noch ein Geschenk. Mal sehen, was da drin ist. Wow, ein Flugzeug war da drin. Du bist der Erste, der in einem Geschenk ein Flugzeug ausgepackt hat. Und noch ein Geschenk. Was da wohl drin ist? Ein Auto. Schwupps, ist das Auto auch schon wieder weg. Aber kein Problem, hier ist noch ein Geschenk. Und? Wow, tolle Luftballons. Oh, keine Angst. Die sind nun zerplatzt. Du kriegst was anderes. Magst du nochmal ein Geschenk haben? Guck doch mal rein, was da drin ist. Ich bin selbst schon sehr gespannt. Ui, ein Seestern. Tschüssi. Ein Seestern, der Sport gemacht hat. Das war ja mal lustig. Und hier, was ist da drin? Schöne Luftballons. Das war toll. Sollen wir weiter, Harvey? Hallo, Robin. Magst du auch Geschenke auspacken? Geh ruhig zum Waschbären. Wir sind mal unterwegs. Dupi-dupi-du. Oh, Harvey, ist so langsam Schlafenszeit, was meinst du? Noch nicht? Okay, kein Problem. Harvey möchte noch nicht schlafen. Harvey möchte noch ein wenig spielen. Was magst du denn? Harvey, wo läufst du hin? Oh, hallo Ginger. Alles okay bei dir? Dupidupidu. Harvey, was hast du denn vor? Wo läufst du denn hin? Tja, und nun? Wieder zurück? Magst du vielleicht was trinken? Komm, wir trinken was. Was magst du denn?
Hier, Heidelbeersaft. Lecker Schmecker. Das ist super gut. Oh, du hast Schluck auf. Komm, magst du noch mal? Trink das doch mal aus. Sehr schön gemacht. Wir haben noch andere Dinge für dich. Was hältst du von hier? Von Erdbeersaft. Oh, hast du es fallen gelassen? Magst du vielleicht Milch haben? Oh, Harvey, was ist denn los jetzt aber? Jetzt trinken wir die leckere Milch mal aus. Lecker, lecker Schmecker. Wie wir alle wissen, ist Milch gut für den Körper, also für die Knochen und für die Zähne. Okay, mit einem Schuh können wir wahrscheinlich nichts anfangen, oder Harvey? Komm, jetzt noch ein wenig Karottensaft. Magst du nichts mehr trinken? Sollen wir lieber weiter? Dann komm. Dann lass uns lieber weiter. Magst du vielleicht noch mit Klötzchen spielen? Oh, schau mal, da vorne ist Ginger. Ginger, warte auf uns. Hallo, Ginger. So, jetzt spielen wir aber mal mit Klötzchen. Was sind denn deine Lieblingsklötzchen, Schwuppdiwupps, schwuppdiwupps. Schau mal, können wir das zusammenbauen? Was meinst du? Hier hast du mal zwei Teile. Versuch mal, was daraus zu bauen. Wow. Hey, das hast du gut gemacht. Hier, bitteschön. Komm, wir bauen jetzt einen kleinen Turm, oder? Was meinst du? Sollen wir das versuchen? Ein kleines Häuschen. Hui. Schau mal, und upsala. Was hältst du hier von dem Sechseck? Oder hiermit? Oh, schön balanciert. Toll machst du das, Harvey. Richtig toll. Was ist hiermit? Achtung! Hast du gesehen, wie sich das bewegt, Harvey? Achtung, achte mal darauf. Und Achtung. Hui. Ein bisschen nach oben geschossen. Achtung. Du machst es richtig toll. Mal sehen, was mit der Kugel passiert. Achtung. Sehr schön nach oben geschleudert, Harvey. Es macht Spaß, oder? Komm noch einmal. Toll gemacht. Harvey, du bist einfach der Beste. Komm, jetzt ist aber so langsam Schlafenszeit. Meine Frage an euch: Welches Tier findet ihr am besten? Harvey der Hund, Robin der Vogel, Ginger die Katze oder Jack der Hase? Schreibt's mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Aber für Harvey ist jetzt erstmal Schlafenszeit. Ja. Danke fürs Zusehen, meine Lieben. Rechts unten könnt ihr das ganze Projekt nochmal ansehen. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Das würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal.